Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. So. Wow. Ja, in der letzten Folge haben wir mit Bura nochmal geredet und haben jetzt den Turm aktiviert. Wo wir am besten, glaube ich, wenn wir hingehen oder uns gleich teleportieren, ist einmal hier zur Abgrund der Ebene von Hyrule. Weil wir da halt auch zwei Jurtspunde so getroffen haben. Und was ich mich halt wunder ist, okay, das Teil ist halt hier abgestürzt. Aber ich kann das Teil jetzt nicht benutzen, dass ich das irgendwie zurück dingsen kann oder sonst irgendwas machen kann. Keine Ahnung. So, YOLO. Also die Animation war auf jeden Fall sehr lustig. Also so eine lustige Animation habe ich bisher noch nie gesehen, weil ich bisher auch nicht so viele Spiele gespielt habe davon. Generell so. Und ja, ich hatte recht. Oder ja, genau. Also das war halt wirklich die erste Erinnerung, die wir, wenn denn hier hatten. Hier wurde Link zum Schütze ernannt. Und Zelda hat keinen Bock auf uns. Ja, so ist es halt. So, jetzt gehen wir erstmal hier hin und gucken, was er hier zu sagen hat. Guten Nachmittag. Was für einen wundervollen Nachmittag, oder? Hey, du. Dein Mapura-Pad ist noch nicht ganz perfekt. Da ist noch Luft nach oben. Wenn die Sache mit Yoshas Erforschung Abgründe erledigt sind, gehe ich gleich zurück ins Institut. Komm schon, Onkel Robbie. Hörst du mir überhaupt zu? Oh, natürlich. Also worum ging's denn noch gleich? Ich habe gerade gesagt, dass ich den Untergrund erforschen will. Wenn du mir nicht zuhörst, gehe ich einfach los und hüpfe selbst in einen Abgrund. Oh nein. Oh nein, das wäre keine gute Idee. Davon rate ich dir absolut ausdrücklich ab. Der Untergrund ist eine ausgedehnte und bis völlig unerforschte Sperre unterhalb der Abgründe. Ihr könnt es wahrscheinlich denn auch versuchen, weil ich ja den Paragleiter jetzt habe. Ah! auch mich interessiert es brennend, was dort unter sein mag. Ein überaus fasziniertes Forschungsprojekt. Der Untergrund ist aber auch ein überaus gefährlicher Ort. Dort kann ich unser Wunderkind doch nicht hingehen lassen. Oh Gott. Wenn Puas Schützling etwas zustößt, wäre das mein Ende. Andererseits könnten wir mehr über den Untergrund erfahren, wenn ihr die Sache mit dem rätselhaften Bild ergründen. Was? Rätselhaftes Bild? Oh, hallo, Herr Ritter. Tut mir leid, ich war gerade ins Gespräch vertieft. Oh, toll, die bemerkt mich denn nicht. Alles klar. Joscha. Sie heißt doch Joscha, oder? Joscha doch. Also, das rätselhafte Bild, neben verschiedenen anderen Objekten, die auf Forschungsgruppe, dies hier auch dem Untergrund mitgebracht. Das, okay. Hab's schon gesehen. Ah, nee, das habe ich nicht gesehen. ich meine das Bild auf diesem Fragment. Die abgebildete Figur steht auf zwei Beinen und hebt einen Arm. Boah. Denkst du nicht auch, dass sie wie eine Person aussieht? Wenn hier wirklich eine Person abgebildet ist, könnte dies ein Beweis sein. Ja, es ist auf jeden Fall eine Person. Eine böse Person wahrscheinlich. Ein Beleg, dass der Untergrund 1 beigestellt war. Darum wollte ich mich in einen Untergrund vor... Oh nein, ich wollte mich unbedingt persönlich vergewissern. Aber jetzt sagt Onkel Robbie, dass es zu gefährlich wäre. Das lässt mich in den Abgrund hinabsteigen. Ach, Joscha. Weißt du was? Wieso überlässt du die Untersuchung, was es mit dem rätselhaften Bild auf sich hat, nicht einfach mir? Ey, ich zum Hintergrund mit der Kiste da hinten. Oh, und Link. Hä? Du kannst dein Pua-Pad verwenden und etwas so finden, wie dieses Bild aussieht. Davor kannst du dann ein
Fotomodul schießen und Joshua zeigen. Das ist der Plan. Ist der Plan nicht genial? Fotomodul, jetzt sag nicht, dass du das Fotomodul noch nicht kennst. Das ist doch eins der Hauptfunktionen des PUA-Pads. Das Fotomodul ist eine großartige Erfindung. Damit kannst du die Landschaften in Bilder genau sogenannte Fotos verwandeln. Na, da hast du wohl noch nicht alle Feinheiten des PUA-Pads entdeckt. Nicht so schlimm, komm mit, ich werde dir beibringen, wie man es verwendet. Im Untergrund sind jede Menge Monster, da kann ich sowieso einen Leibwächter gebrauchen. Mal sehen, ja, wir sollten wohl durch den Abgrund im Süden des Spellpostens hinabsteigen. Ich gehe schon mal vor, komm nach, sobald du Vorbereitung abgeschlossen hast. Bis die Vorbereitung abgeschlossen. Onkel Robbie, warte doch mal. Ja, der hat wohl keine Gnade oder so. Na, du Kleine. Tja, weg ist er. Ich weiß nicht, wie du da reingeraten bist, Herr Ritter. Tut mir leid. Wenn es um mich geht, handelt Onkel Robbie manchmal ziemlich unbedacht. Nimm wenigstens das hier mit. Leuchtsam. Und das noch. Wow, ich habe schon genug, aber danke. Man kann nicht genug haben. Die Abgründe sind so tief, dass kein Licht nach dort unten dringt. Es ist also stockfinster. Wenn du aber einen Leuchtsam an den Pfeil anbringst und den dann abschießt, kannst du für etwas Licht sorgen. Du findest den Abgrund, zu dem Onkel Robbie aufgebrochen ist, wenn du durch das südliche Tor des Spellpostens gehst. Über das Fotomodul weiß ich nicht viel, aber ich verlasse mich oft darauf, dass du so etwas wie das rätselhafte Bild findest und gut auf Onkel Robbie aufpasst. YOLO. Das Fotomodul, das Fotomodul, das Fotomodul. YOLO, ich habe das Fotomodul noch gar nicht. Achso, okay. Also südlich. Ich weiß schon da hinten, da wo wir hin möchten. Okay, also es wird halt, also, ne? Wegen dem Vorlesen und so, ne? Es geht. Es geht? Wenn ich mich erstmal halt richtig hineinsteigern muss, dann... Ein bisschen... Oh, das ist ja cool. Denn es ist halt so ein bisschen schwierig oder so. Oder wenn ich jetzt halt mal so einen schlechten Tag oder sowas hatte und ich denke mir so... Ja, super. Ah, okay. Ist er da jetzt schon unten oder ist er jetzt da irgendwo anders? Ja, dann auf geht's. Untergrund. Willst du mich verkackeiern? Es gibt auch ein... Man kann Untergrund, Oberfläche, Himmel. Himmel, die Hölle hier. Da. Oh mein Gott. Hallo, na? Bist du Link? Ich freue mich, dich kennenzulernen. Mein Name ist Alun. Und ich bin ein Mitglied der Sonau-Forschungstruppe. Roberto hat mich gebeten, dich zu ihm zu führen. Aber er hat mich so zur Eile angetrieben, dass mir die Leuchtsamen ausgegangen sind. Zu allem Überfluss habe ich ihn auch noch aus den Augen verloren. Ich dachte, dass er in der Richtung des Lichtes da drüben gehen würde. Aber dann ging er immer weiter. Anscheinend hat es ihn nach Westen verschlagen. Hast du Leuchtsamen dabei? Das ist großartig. Nach hier unten dringt kein Lichtstrahl von der Oberfläche, also ist es wirklich finster. Ohne Lichter hier hinzulaufen wäre zweifellos lebensgefährlich. Man kann Leuchtsamen ganz leicht in Höhen finden und mit einer Erschütterung bringen man sie zum Leuchten. Genau, das habe ich dann mitbekommen. Dann kann man die nicht mehr aufnehmen. Für uns von der Sonau-Forschungstruppe
sind sie als Ausrüstung unverzichtbar. Einfach nur in den eine Hand nehmen und werfen. Schon erhellen sich die Umgebungen. Achso. Diejenigen unter uns, die gut mit dem Bogen umgehen können, befestigen sich auch an Pfeilen und schließen sie gut. Es schließen sie ab. Oh, jetzt geht's los, Leute. Wenn du einen Untergrund erforschen willst, empfehle es sich, eine ordentliche Menge an Leuchtsamen dabei zu haben. Okay. Das können wir uns dann wahrscheinlich auch irgendwie mal anschauen oder so. Oder noch nicht? Okay. Alles klar. So, das ist ja dieses bekanntliche Mosau oder Masau. Oder wie so immer heißt der. ja. So, okay. Also er ist halt in diese Richtung gegangen. Ich werde aber trotzdem mal gucken. Ihr Knospe, der Intensivduft dieser Blume kann so starke Verwirrung vorrufen, dass du vorübergehend nicht in der Lage bist, Feinde von Verbündeten zu unterscheiden. Oh, das verwirrt Monster? Also die werden denn... Weiß ich jetzt nicht. Kann sein. So. Ich guck mal. Ich gehe einfach mal ganz kurz da. Ah, kann ich gar nicht. Okay. Ah, doch, kann ich. ich kann ja das Modul benutzen. so. Okay. Aber hier ist nichts. Kann ja sein, dass hier ein Krog ist oder so. Nee, da ist nichts. Ich glaube, ich forsche hier gerade so ein kleines bisschen rum oder so. Aber hier scheint anscheinend nichts zu sein. Oh. Sehr wichtig. Oder? Sind das Feen? Oder sind das halt nur so eine Libellen? Das sind wahrscheinlich nur so eine Libellen-Dinger. Düsterwürmchen, ein Meer. Hühliges Insekt, das im Untergrund lebt. Es produziert ein leuchtendes Insekt aus. Das Mädchen. Okay. Vielleicht ist es denn irgendwie noch wichtig oder so, dass man irgendwie so eine leuchtende Medizin oder so sich zunehmen kann und dann leuchtet man innerlich so, weißt du? Wie dieser bestimmte Ring von Schlag mich tot, Stardew Valley, genau. Der hat ja dann auch so einen leuchtenden Ring zu Zustand da. So, dann gehen wir mal hier hin. Mhm. Die Wurzel des Lichts vertreibt das Dunkel und der Leuchten deiner Umgebung. Okay, interessant. cool, cool, cool. Okay, also wir haben jetzt ein bisschen viel Licht, was sehr gut ist. Ich wusste jetzt nicht genau, was das da ist. Oh, hey du. Bis hier dringt nicht das kleinste bisschen Licht, sogar... Mit meiner Brille kann ich hier kaum noch was sehen. Ich hatte Leuchtsamen mitbringen sollen. Mich würde ja auch interessieren, was das für das ganze Wurzeln sind. Gefährlich scheinen sie mir nicht zu sein. Eigentlich müsste ich mich ja direkt unter einem der Schreine befinden, die neulich auf der Oberfläche erschienen sind. Diese westlich von hier glänzenden Wurzeln möchte ich auf jeden Fall noch unter die Lupe nehmen. Und du... Du solltest dich auch beeilen. Oh Gott, mir ist da gerade was aufgefallen. Oh, sorry, Leute. Ich habe ja versprochen, dass ich ja im letzten Part nochmal Puras
Tagebuch noch mal durchlese, weil es ja jetzt gerade so gut läuft, mache ich das ja jetzt erstmal so. Genau. Das ist mir irgendwie gerade so ein bisschen aufgefallen. Deswegen habe ich auch um diesen Zeitpunkt jetzt Schluss gemacht. Oh, es regnet hier. Wer bist denn du? Na sowas. Diese Silhouette kommt mir bekannt vor. Bist du nicht gerade dort durch die Luft geflogen? Wie schön, dich persönlich zu treffen. Der Geschichtsträger, der ersten Abschluss... Einfach in einem Konto fischen schon wie doof. Gott. Jacques, wie lautet dein Name? Ha, Link, ja. Sag mal, das ist doch derselbe Name wieder von diesem berühmten Helden. Haha, das bemühe dich, ihm recht zu werden. Ah, tut mir leid, ich war mit meinen wo bin ich mit meinen Manieren? Ich hätte mich zuerst vorstellen sollen. Ich bin Pai von Kleeblattkutier. Okay. Ah, das ist Zeitung. und ich werde einen der prima Artikel über die Sachen mit dem Kartografierturm verfassen. Gut, ich muss dann auch los. Bei uns verherrscht Personalmangel und die Zeit vergeht immer wieder im Flug. Ich finde es großartig, wenn dein mutiger junger Mann wie du sehr Reporter-Team verstärken würde. Du findest unsere Redakte im Hebra, im Nordwesten. Komm einfach zur Brücke, die ins Dorf der Uni führt. Ah, ja, okay, kann ich machen. Mhm. Schau doch einmal vorbei, wenn du interessiert bist. Und jetzt Abflug! Zabam! Lippenbalsam, keine Ahnung, was willst du von mir? Okay, oh, hier ist auf jeden Fall sehr, 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 sehr viel. Nö, hört nicht auf. So, okay, hier ist das Tagebuch. Studien zum Katalysmus lesen, erste Seite. An diesen Tage bete das Land unvermeidlich bodenlos. Tiefe Abgründe taten sich auf. Am Himmel begann es zu rumoren. Rumoren? Okay. Woraufhin schwebende Inseln erschienen, die seither Teile von Ruinen herabregnen. Zu allem Übermaß jedoch erhob sich auch noch Schloss Hyrule in der Luft und stellte unsicher unser aller Weltbild auf den Kopf. All diese Geschehnisse scheinen nur ein Begriff Wahrheit treffend auf beschreiben. Katalysmus. Den Abgründen Entspannung entsprang ein Übel. Anmutende Leute. Ey, vorhin war es so gut, ich kann nicht mehr. Die alles zerfrisst, was mit ihr in Berührung kommt. Jeglicher Kontakt führt dazu, dass der Betroffene von unheimlichen Leiden befallen wird. Als wäre dies nicht schrecklich genug. Und schließt sich furchtbare Substanz all unserer Waffe und zerfrisst auch diese. Wir nennen sie Miasma. Mangels weiterer Erkenntnisse entschieden wir, die Insektenhimmel fortan als Himmelsinseln zu bezeichnen. Es ist nur ein Verdacht, dass anhand der herabfallenden Ruinen vermutlich auch, dass sie der Sonau-Zivilisation entstammen. Von jedem Sonau weiß man sehr wenig, aber weiß jedoch, dass sie einst dem Himmel bevölkern. Trotz der offensichtlichen Gefahr, die der Katalysmus von Hyrule darstellt, kann ich mich nur gedankens nicht erwehren. Die derzeitige Situation kann durchaus Anlass für eine gründliche Auseinandersetzung mit unserer Geschichte sein. Nase, es läuft gerade so gut. Bitte, hör auf. Meinen Impuls folgenden leite ich sofort die Erforschung herabgeschützter Ruinen und Himmelsinseln in die Wege.
erste Anhaltspunkte lief ein Bericht vom Dorfforscherin Kakarikus über die dort gefundenen Ruinen mit Textfragmenten. Ich wiese die Sonar-Forschungstruppe an, in dem Dorf die Nekluda südöstlich des Spähpostens Quartiers zu beziehen. Da ich selbst in Spähposten unabgekömmlich bin, kann ich dies gewaltigen Ruinen Kakarikos nur von hier aus betrachten. Währenddessen steigt aus der Charta der Schloss Hyrule hinterließ ablässig Misma empor. Dieser Umstand erschwert unsere Arbeit erheblich, sodass Prinzessin Zelda und Link Verbleib weiterhin ungewiss ist. Kurz nach dem Aufbruch der beiden ist ihrer Expedition unter der Schlosssuche uns der Katalysmus heim. Ob zwischen beiden Ergebnissen wohl möglich eine Verbindung steht? Okay, das war's dann wohl. Jo. Achso, ich dachte, die kommt jetzt hoch. Oh. Ist denn da oben noch irgendwas oder so? Anscheinend muss sie nicht schlafen oder weiß ich nicht. Oder ist hier noch irgendein Tagebuch? Da ist auch noch ein Tagebuch. Oh, Leute, das wird eine Lesefolge. Sorry, jetzt schon. Puras Tagebuch lesen. Es wurde eine Treppe entdeckt, die in tiefem Gewölbe unter Schloss Hyrule führt. Nicht einmal Prinzessin Zelda wusste davon. Die Existenz der Gewölbte scheint demnach selbst in der Königsfamilie in Vergessenheit geraten zu sein. Allerdings lässt sich dort Misma feststellen, weshalb eine Untersuchung abgebracht schien. Ich habe Prinzessin Zelda und Link dafür bestimmt, den Untergrund zu erkunden. Genau genommen hatte Prinzessin Zelda sich bereits freiwillig dafür bereit erklärt, bevor ich sie bestimmen konnte. Ich weiß zwar, dass niemand sonst für diese Aufgabe qualifiziert ist, aber ein ungutes Gefühl habe ich bei denen noch. Ich habe mein Tagebuch nun in vier Bände aufgeteilt, sodass sich durch Finden eines Bandes nur ein Viertel davon offenbart. Ich bin schon wirklich ziemlich genial. Den ersten Band werde ich Impa geben. Apropos Impa, schon seit ich sie kenne, hat sie die außergewöhnliche wichtige Dinge unter anderen Dingen zu verstecken. Einmal versteckt sie ein Hefebrötchen unter einem Kissen und das Plättete ist dann, als sie es sich Gedanken verloren aufsetzte. Okay. Tagebücher sind bereits platt, aber sie sind meiner Meinung nach zu wichtig, als dass sie unter den Kissen gehören. Ich habe wirklich traurigerweise, ne, obwohl ich das wirklich, wenn dann schon, glaube ich, sehr gefeiert habe, habe ich wirklich kein Tagebuch geführt. Natürlich als Kind so, ah ja, ich war halt mit meinen Eltern einkaufen, dann war das und das und das, dann war diese blöde Kuh, ja. So. Dann war auch wieder vorbei. Oder halt diese bestimmten Freundesbücher, ne? Ich weiß nicht, was jetzt da irgendwie so mal Trend war. Ich hatte nicht so viele Freunde in diesen bekannten Freundesbüchern. Ja. Das hast du wieder vorbei. Du scheinst nicht viel verletzt zu sein. Wie geht es voran? Siehst du dir die vier Regionen näher an, wie ich dir gebeten habe? Es gibt da noch einen Ort, den mir meine Aufmerksamkeit verlangt. Und ich stelle dazu gerade Nachforschungen an. Was denn für ein Ort? Es geht um Kakariko, die Südosten von Hyrule, das Dorf der Shika in. Dort sind kranzförmige Sona-Ruinen von Himmel gefallen. Und der Grund dafür würde mich selbst interessieren. Die Besten der Besten der Sonau-Forschungstruppe stellt bereits Untersuchungen an. Wenn du etwas über die Sonau wissen möchtest, fragst du also am besten sie. Und falls du einen Weg nach Kakariko noch nicht kennen solltest,
Maplern im Hauptquartier kann dir sicher mehr darüber sagen, wo du das Dorf findest. Es ist für die Entsendung der Monsterabwehr. Monsterwehr. Einheiten zuständig und weiß mehr über Geografie Bescheid als du. Aber die Untersuchung der vier Regionen vertraue ich weiter dir an. Oh Gott. Nee, ich hab's nicht vergessen. Aha. Okay, Katika, so. Tschüss. Oh. Don't look at me like that. Okay. Untergrund gehen wir jetzt mal dahin. So, teleportieren. Ist das da ein Schrein gewesen? Jo, okay. Aber so weit unten müssten wir eigentlich jetzt gar nicht sein. Wir sind ja eigentlich schon ganz unten am Hauptquartier, ne? Soweit ich weiß. Achso, das ist denn eine Hinisuid-Wurzel. Also kein Schrein, nur ein Spawnpunkt, so gesagt. Jo, okay, dann weiß ich da auch Bescheid. Kommen wir hier irgendwie lang? Ja, wir kommen auf jeden Fall da irgendwie lang. Aber das war's dann halt auch, ne? Oh Gott, ey, ist das viel. Ja, okay, so viel bringt das jetzt halt nun auch nicht. Ich möchte halt nur mal ganz kurz gucken, was da eigentlich hinten ist. Ich kann jetzt auf dieser Dingsbums einen Sturzflug machen? Naja, okay. Oh, was ist das denn hier? Hallo. Ah, Donnerblume, okay. Oh, was ist das denn hier? Irrlicht. Ein im Untergrund häufig zu findende leuchtende Geisterkugel, die sich, okay. Also, im Großen und Ganzen würde ich jetzt sagen, so, Yokai. Es erinnert mich so ein bisschen so an Yokai-Watch, diese Irrlicht, so, wisst ihr so? So, kindheitmäßig. Oh, Yokai-Watch habe ich früher geliebt. Oh. Was schaltet ihr für Dinge? also wir müssen auf jeden Fall ganz schön viel noch erkunden hier. Also, dass es drei Untergründe gibt, hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Oh nein, das machen die mir kaputt. Oh mein Gott, die springen mich an. Oh mein Gott, sieh, das ist gruselig, ey. Die springen mich einfach an. Ey, jetzt geht hier alles kaputt, oder was? So, da. Boah. Aber dass die halt jetzt das da kaputt gemacht haben, möchte ich jetzt hier nicht haben. Ich möchte ein bisschen Licht haben hier. Dankeschön. So. Da sind noch mehrere diese Irrlichter. Oh mein Gott. Sorry. Tschüss. Oh, da hinten ist auch noch was. Oh, warte mal. Ich kann das ja mal ganz kurz benutzen. Was, das hier meinte oder so, ne? Wo ist denn das? Ja, genau, das hier. Okay, das hat jetzt anscheinend nichts gebracht. Huh?
Oh, okay, verstehe. Wenn die mich bekommen, dann kriege ich gleich einen Instant-Abzug oder wie ist das jetzt? ja, dann muss ich mal gucken, wie ich das mache. So, warte mal da gucken. Okay, das scheint halt auch einen Weg lang zu führen. Ich glaube, ich gehe jetzt irgendwie gerade ganz, ganz anders oder so. I'm sorry, dass sie mich denn jetzt die ganze Zeit immer hier jetzt, Oh. Das ist ein sogenannter Hauptquartier von diesen bösen. Jo, okay. Erstmal irgendwas essen. Ja, muss ich mal gucken, wie ich das da jetzt mache. Hello. Oh. Viel zu viele Leute. Viel zu viel. Ich gehe mal ein bisschen weiter weg. Ich gehe mal weg. Ich gehe mal weiter weg. Ich bin mal weg. macht ihr mal, ne? Jo, du kannst mir weiter hinterherrennen. Kein Problem, aber macht ihr mal. So, ciao. Oh mein Gott. Oh. Ja, ihr könnt das Plasma benutzen. Ja. Das halt. Ah, ich muss ein bisschen aufpassen, weil ich ja jetzt erstmal ein Minusherz habe. Obwohl, das kann ich ja halt immer noch benutzen. Also so gesagt. Also, wenn ich jetzt, glaube ich, einen Schrein finde. Oh mein Gott. Gott, ist es anfällig hier. Oh. So, was ist das hier? Nur Grünzeug, alles klar. Okay. Also ich muss halt jetzt wieder dahin, um jetzt erstmal der Hauptquest zu folgen. So, mache ich jetzt erstmal das hier. Damit ich denn irgendwas jetzt überhaupt machen kann. Aber ist schon echt Wahnsinn, sowas. Genau, von da kam ich gerade. Genau, super. Und jetzt hat er gesagt, wir müssen weiter dahin. Also weiter da lang. Weil da ja halt auch ein Hauptquartier oder sonst irgendwas ist. Ihr müsst euch einsammeln! Okay. So, hier ist noch ein weiteres Tagebuch. Das lesen wir dann noch vor und dann höre ich auf für diesen Part. Na, lebst du noch? Dieser Ort tief ja geradezu von Miasma. Dort geht man besser nicht zu nah ran. Und ohne Leuchtfahne ist es hier angeblich sowieso Ende der Ende Gelände. Aber auch nie lebte noch. Aber auch ich lebte noch und ich bin zuerst mal hier. Für dich ist das also hier ein Kinderspiel. Eben fiel mir eine seltsame Silhouette ins Auge, vielleicht etwas ähnliches wie das rätselhafte Bild. Danach sucht Joscha, ja. Aber jetzt mache ich mich erstmal auf den Weg zu der leuchtenden Wurzel westlich von hier. Man sieht sich. YOLO, genau, alles klar. Die Wurzel. Und das machen wir alles erst im nächsten Part wieder von The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Es bleibt spannend, wie immer. Und bis dahin sag ich, bye bye.